Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Vorstellungsvideo hier in Jurassic World Evolution 2. Das letzte Video ist tatsächlich schon ein bisschen her. Das liegt daran, dass ich krank war. Ich hatte Corona und ja, deswegen ist viel Zeit vergangen. Oder eine Woche, glaube ich, war es jetzt ungefähr. Auf jeden Fall ist in der Zeit viel passiert, was Mods angeht. Und ich muss jetzt euch erstmal mit euch ein paar Mods nachholen. Und als allererstes schauen wir uns eine Mod an, die 20 neue Szenerie-Items in das Spiel bringt. Die finden wir hier bei dem Punkt of Design, oder? Ne, das ist falsch. Dann hier. Genau, hier finden wir die. Hier geht's los bis da unten. Das sind 20 Items. Und zwar sehr, sehr interessante Items. Nämlich sind das Dinosaurier-Nester hier. In verschiedenen Größen. Die auch echt gut aussehen, muss man sagen, von der Textur, ne? Sind auch vier verschiedene Untergründe. Das ist wahrscheinlich dann eher so Dschungel. Ja, das könnte man hier, glaube ich, ganz gut benutzen. Und das sieht eher so ein bisschen wüstig aus. Und das ist eher so ein Vogelnest, hätte ich jetzt gesagt. Also für Flugsaurier. Alle auch in verschiedenen Größen. Finde ich aber alle ganz cool. Und passend dazu gibt es dann auch noch Dino-Eier. Das ist jetzt ein kleines Dino-Ei. Das machen wir auch mal in das kleine Nest, würde ich sagen. Packt jetzt einfach mal so ein bisschen da rein. Das ist so ein bisschen das Feeling gleich hat. Das sind mittelgroße. Packe ich mal hier rein. Die müsste man dann halt noch ein bisschen drehen wahrscheinlich und sowas. Die kann man aber nur so drehen. Ja, wenn man es dann noch so ein bisschen schöner haben will, dann müsste man halt mit dem Move-Tool zum Beispiel da nochmal irgendwie beigehen. Da kann man auch die Höhe dann nochmal anpassen. Kann man das ein bisschen besser hier machen. Das hat sich übrigens auch verändert, das Move-Tool. Da kommt auch nochmal ein Video zu. Weil das ist auch richtig komplex und cool geworden. Das können wir aber in diesem Video leider nicht noch schaffen, weil das dauert, glaube ich, ein bisschen länger. Ist ja so viel rausgekommen in der Zeit, wo ich krank war. Voll ärgerlich. Aber ich glaube, ihr könnt es ganz gut sehen. Hier kann man das dann ja auch nochmal rotieren und sowas. Dann könnte man da auf jeden Fall ein gutes Nest hinbekommen, denke ich. Das sieht auch schon ganz gut aus. Müsste man halt realistischer anordnen noch. Sieht jetzt halt gerade noch ein bisschen doof aus. Aber wie gesagt, da muss man sich dann einfach die Zeit nehmen. Gibt noch so große Eier. Ich kann die Eier auch nochmal hier nebeneinander platzieren. Das ist schon cool mit den Nestern. Das sind die drei Eier. Klein, mittelgroß. Und davon gibt es dann jeweils auch noch eine offene Variante, wo dann schon was geschlüpft ist. Sieht dann bestimmt auch cool aus, wenn man das in das Nest platziert. Ja, wundert euch übrigens nicht, wenn mal so ein paar random Cuts im Video sind. Das liegt daran, dass ich halt ab und zu noch husten muss. Das ist so das Einzige, was ich momentan noch habe, was übrig geblieben ist von Coroni. Ein bisschen Reizhusten. Aber das kann ich ja alles für euch rausschneiden zum Glück, denn es ist halb so wild. So, ich habe es jetzt einfach mal so ein bisschen grob gemacht. Müsste sich halt ein bisschen mehr Zeit nehmen, aber ich muss sagen, für die Zeit, also das jetzt schnell platziert habe, sieht es schon echt cool aus. Und es gibt auch noch weitere Objekte. Nämlich Dunghaufen. Also Dinosaurierkot. Auch in verschiedenen Größen, Farben und Formen. Oh, hier sind sogar Knochen drin. Also das hier ist auf jeden Fall von Fleischfressern. Das habe ich ja, wusste ich gar nicht, habe ich gar nicht gesehen, als ich das ausprobiert hatte. Cooles kleines Detail. Kann man natürlich dann auch wieder ineinander platzieren und so mit den anderen Mods. Da könnte man dann ja auch das Ganze kombinieren und zu so einem größeren Haufen machen, wenn man das will. Wenn man sich so ein Ding schnappt und dann einfach mal hier hin platziert. Oh, das hat unten aber so eine Base. Okay, das wusste ich auch nicht. Das heißt, höher können wir es gar nicht machen. Aber so in die Breite könnte man es halt noch machen, dann so ein bisschen, ne? Das sieht doch schon ganz cool aus. Da kann man die Gehege auf jeden Fall ein bisschen lebendiger machen. Und es gibt auch noch Dinosaurier-Skelette. Das hier ist zum Beispiel jetzt ein Rexy. Das irgendein Sauropode. Denk mal,
Hier ist so ein Apato, dürfte das sein. Die sehen doch richtig cool aus. Auch nochmal ein richtiges Highlight. Weitere Skelette sind nochmal der Triceratops. Der Stegosaurus. Ach, hier steht es ja sogar bei, oder? Ja, Apatosaurus war richtig. Velociraptor gibt es auch. Okay. Oh, Pteranodon. Und Parasaurolophus. Die sind echt cool. Wenn man hier dann noch so ein bisschen kleine Felsen und so zwischen macht, das alles ein bisschen toter aussehen lässt und dann vielleicht noch Regen. Das hätte auf jeden Fall was. Okay, das ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Sieht schon nice aus mit dem Regen jetzt. Könnte man so einen richtigen Dinosaurierfriedhof mitbauen. So könnte das dann ungefähr aussehen, als kleines Beispiel. Und passend zur ersten Mod, schauen wir uns ja auch noch diese zweite Mod an. Diese bringt Baby-Dinosaurier in das Spiel. 5 Stück an der Zahl sind es insgesamt, die gucken wir uns gleich alle an. Als allererstes machen wir hier den Baby-Triceratops. Der sieht echt süß aus, oder? Mit großen Augen. Wunderschön. Ich habe hier auch schon ein paar erwachsene Tiere reingepackt. Da kann man das schon ganz gut in der Gruppe sehen. Finde ich richtig schön. Wenn man dann noch so ein paar Nester oder so da rein platziert, dann kommt das, glaube ich, mega gut rüber. Wahrscheinlich eher diese hier, ne? Die Nester hier. So ein paar Eier da rein. Machen wir auch nochmal den Rasen da schnell weg. Aber die beiden Mods funktionieren, glaube ich, richtig gut in Kombination. Da kann man wirklich lebendige Gehege dann bauen. Die sozialisieren sich sogar. Da sehen wir es gleich. Ach, sehr süß. Die Baby-Dinos sind übrigens leider noch Replacer, also die überschreiben andere Dinos. Das ist hier zum Beispiel der Minmi. Das kann man ja, glaube ich, schon ganz gut sehen, wie er sich hier rollt. Ja, das kommt schon cool rüber, oder? Wenn die dann da so nebeneinander sind. Doch, das hat was. Das ist schon cool. So also eine süße Dino-Familie. Dazu dann noch die Nester und die Eier. Finde ich echt toll. Aber wie gesagt, es gibt noch weitere Baby-Dinos. Als nächstes haben wir den Baby-Tyrannosaurus Rex. Der ist noch sehr, sehr winzig. Oh, was machen die jetzt? Ich hoffe, die greifen die jetzt nicht an. Die Eltern. Ja, die waren gerade irgendwie im Jagdmodus. Die kommen übrigens für den Coelophysis in das Spiel. Oh, schade, ich dachte, die sozialisieren sich. Aber ich packe die jetzt auch mal eben schnell neben die Eltern, dann könnt ihr mal den Größenunterschied sehen. Aber die haben aber Angst vor den Eltern, ne? Das ist natürlich ein bisschen blöd. Wäre noch cool, wenn es nicht so wäre. Ist halt wirklich winzig. Ein kleiner Mini-Rex. Könnte er so platt treten. Ich schaue jetzt mal, ob die sich überhaupt verstehen. Nö, ist aber ein Häkchen dran. Und das scheint dann ja entspannt zu sein. Er sieht das genauso. Dann weiß ich nicht, warum die hier so durchdrehen und in den Jagdmodus gehen.
Und die rennen leider aber immer direkt weg. Niedlich, die beiden. Oh, und guck mal, jetzt gehen sie auch was essen. Was heißt denn jetzt zusammen? Das wäre ja richtig cool. Oh, ist das schön. Und das hier ist der nächste Baby-Dino. Ein Baby-Stego. Kommt für den Chunkingosaurus. Die Eltern sind hier hinten. Platzieren wir direkt einen hin. Im Größenvergleich. Ist schon wieder sehr süß, oder? Da wachen sie alle gleichzeitig. Und es fängt an zu regnen. Die Stego-Familie. Voll süß. Und als nächstes haben wir ein Baby-Ankylosaurus. Oh, bei dem muss ich sagen, der sieht ein bisschen komisch aus. Ist ein bisschen länglich, oder? Ich spule mal ein bisschen vor. Oh, die Kamera nochmal richtig schnell gedreht. Ja, der ist auf jeden Fall ein bisschen zu länglich. Also den finde ich nicht ganz so cool. Der sieht irgendwie sehr unproportional aus. Kommt für den Krichtonsaurus übrigens ins Spiel. So, den packen wir mal rüber. Oh, den konnte ich mir gerade nicht nehmen. Jetzt aber. Hier ist nämlich ein richtiger Anki. Also das Größenverhältnis gefällt mir schon mal gut. Der ist schon wesentlich kleiner. Aber der ist irgendwie von der Form her komisch, oder? Von oben mal guckt. Der ist irgendwie so ein bisschen... Er ist nicht so wie hier. Ich weiß nicht, vielleicht empfinde ich das einfach auch nur falsch. Kann auch sein. Aber ich finde ihn irgendwie nicht so cool. Ich hätte ihn mir ein bisschen breiter gewünscht, muss ich sagen. Es hätte schon gereicht, wenn er links und rechts so ein bisschen vom Körperpanzer breiter gewesen wäre. Und als letzte Baby-Mod haben wir den Spinosaurus. Oh, wird hier direkt angeschrien von Mama. Und die scheint aber auch wieder Angst davor zu haben. Ist ja doof, dass die immer so loslaufen. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht irgendwie mit den Sandkasteneinstellungen noch ausstellen kann. Die sozialisieren sich jetzt, glaube ich. Der kommt übrigens für den Proceratosaurus ins Spiel. Oh, und die verstehen sich auch nicht anscheinend. Was wäre denn jetzt, wenn ich... Warte mal. Wenn ich jetzt hier das mal einstelle, dass die kämpfen. Geht's dann hier los? Greifen die dann an? Okay, es geht wirklich los. Oha. Die Baby-Spinos greifen die Eltern an. Das lässt Mama sich nicht hier bieten und wirft ihn weg. Und gleich nochmal. Na, damit ist er auch tot. Ich glaube, die Babys haben da keine Chance, so wie es aussieht. Nee, Mama hat gewonnen. Ein paar Babys leben ja noch. Und wie der läuft, wie das aussieht. Ich muss aber sagen, ich finde das Model ziemlich cool von dem Baby-Spino.
Der frisst jetzt erstmal die Beute, die Mama erlegt hat. Ja, Leute, ich würde mich auf jeden Fall selber ein Like freuen. Die Mods, die ich euch vorgestellt habe, die findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.